Hi, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute mal wieder bei mir im Keller und in diesem Teil unserer Serie, wie kann ich mein Elektroauto etwas günstiger laden, kommen wir heute mal zu der Möglichkeit, mit Hoch- und Niedertarifen das Elektroauto zu laden und dadurch vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Wenn ihr also wissen wollt, was und ob man da sparen kann, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja, dann schauen wir uns doch die ganze Sache einfach mal in Wort und Bild an. Und bevor wir jetzt anfangen mit dem Thema Hoch- und Niedrigtarife, einen ganz interessanten Nachtrag vielleicht bei euch, denn bei der Recherche nach Stromtarifen mit Hoch- und Niedertarifzeiten bin ich auf das Stromangebot der GASAG gekommen. Das habe ich euch jetzt hier mal eingeblendet. Und das ist ein Angebot für Nachtspeicherheizungen. Allerdings funktioniert es auch mit einer unterbrechbaren Strombelieferung. Das ist also das Prinzip, was wir schon angesprochen hatten in dem anderen Video, Paragraph 14a. Und hier könnt ihr sehen, es ist doch ein recht attraktiver Arbeitspreis, nämlich 20 Cent kostet hier bei diesem Tarif die Kilowattstunde. Der Grundpreis liegt bei 7,90 €. Das finde ich jetzt relativ hoch, aber ihr müsst dann mal durchrechnen, ob sich das vielleicht bei euch lohnt. Das Ganze natürlich als Ökostrom. Allerdings hier zertifiziert nach einem, ja, etwas zweifelhaften Qualitätssiegel, was nicht unbedingt zu den besonders empfehlenswerten Ökostromtarif-Qualitätssiegeln zählt. Aber ihr könnt euch das ja gerne mal angucken. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ich habe also mal für euch ein bisschen recherchiert. Ich bin natürlich nicht alle möglichen Stromanbieter und Stromtarife durchgegangen, sondern ich habe jetzt hier mal zwei beispielhafte Dinge für euch rausgesucht, die ich euch mal zeigen möchte. Los geht's hier bei Naturstrom. Wir sind schon wieder bei Naturstrom. Keine Werbung, aber es ist schon auffällig, dass Naturstrom sich hier doch mit verschiedenen Tarifen und Aufkleberprämien als Stromlieferant für Elektroautofahrer oder auch Fahrerinnen und Fahrer von anderen Elektrofahrzeugen ein bisschen hervortun möchte. Ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, Geld dafür bekommen wir nicht und das alles ist nur beispielhaft gemeint. Also ich habe das mal aufgerufen, bei den Stromtarifen findet man also Sondertarife, Heizungs- und Sondertarife. Das habe ich mal aufgerufen und dann findet ihr also hier Spezialtarife für Nachtspeicherheizungen bis 20.000 Kilowattstunden im Jahr. Und da könnt ihr sehen, da liegt die Kilowattstunde bei, ich markiere das mal hier, bei 23,95 Cent pro Kilowattstunde, also knapp 24 Cent. Man zahlt, Entschuldigung, ich bin hier verrutscht, die Kilowattstunde Niedertarif bei 23,95 Cent pro Kilowattstunde bei einem monatlichen Grundpreis von 10,90 € und der normale Preis in der Hochtarifzeit ist der normale Preis, den man bei Naturstrom auch zahlt, wenn man nicht diesen Sondertarif hat für Elektroautofahrer, der bei 27,5 Cent liegt. Das heißt also, man hat hier eine Preisdifferenz von 5 Cent pro Kilowattstunde. Man braucht allerdings dazu, und das gilt jetzt für alle Tarife, die ich euch jetzt vorstelle, einen sogenannten Doppeltarifzähler. Das ist also ein Zähler. Man braucht also nicht zwei, es reicht also ein Zähler, der zwei Zählwerke hat, nämlich das eine Zählwerk zählt die Hochzeit, die Hochtarifzeit, das andere Zählwerk zählt in der Niedertarifzeit, die für gewöhnlich so etwa um 18 Uhr beginnt und auch dann morgens bis ungefähr 6 Uhr dauert. Die genauen Schalt- und Umschaltzeiten zwischen diesen beiden Zählwerken, das erzählt euch euer Netzbetreiber. Und wenn ihr also Interesse habt, überhaupt so einen Tarif zu nutzen, dann müsst ihr also gegebenenfalls euren Zähler umbauen lassen. Dazu müsst ihr bitte euren Elektriker befragen. Der kann euch also den Zähler entsprechend wechseln lassen. 5 Cent Unterschied kann man hier also erreichen. Und ja, wenn man so bei 2000, 3000 Kilowattstunden fürs Elektroauto liegt, die man dann also abends und nachts einlädt, dann kann sich das schon rechnen im Vergleich zu dem Normaltarif, den man ja dann rund um die Uhr zu bezahlen hat.
Ein zweites Beispiel dafür habe ich mal rausgesucht hier. Wir sind ja in der Region Berlin-Brandenburg. Ich habe mich jetzt also mal hier für Vattenfall entschieden, um mal zu gucken, was Vattenfall denn da so bietet. Ich gebe auch mal hier jetzt beispielsweise ein 4000 Kilowattstunden, sag mal, berechnen. Und dann kommt jetzt erstmal so eine ganz normale Tarife hier, so die üblichen Stromtarife, die man so findet. Und dann gibt es hier den Button weitere Tarife anzeigen. Ihr merkt schon, ich habe im Voraus schon ein bisschen recherchiert und auch hier muss man wieder ein bisschen suchen. Und dann findet man hier tatsächlich auch ein Angebot, Hochtarifzeit 6 bis 22 Uhr, Niedertarifzeit. Das ist allerdings hier sicherlich verdreht. Das muss 22 bis 6 Uhr heißen, gehe ich mal davon aus. Und dann seht ihr auch hier einen Unterschied im Preis. Allerdings ist der nicht sehr groß. Das sind so 4 Cent. Die Grundgebühr liegt auch schon bei 11,15 € pro Monat. Ja, da findet man bestimmt irgendwas Attraktiveres. Ja, also, aber es gibt solche Tarife. Generell habe ich bei verschiedenen Stromanbietern geguckt, was so in Berlin-Brandenburg ist, zum Beispiel EMB, E.ON. Ich habe noch geguckt bei EQ-Strom, die bieten bei dem GASAG, die bieten alle, Stadtwerke Berlin auch, die bieten alle solche Hoch- und Niedertarife leider gar nicht erst an. Das heißt, man muss schon ein bisschen suchen. Und wenn man jetzt irgendwie sich die Suche ein bisschen einfacher machen will, dann könnte man ja vielleicht eins dieser Stromvergleichsportale verwenden. Das habe ich auch mal hier aufgerufen, ein bekanntes Stromvergleichsportal. Und hier ist es ganz besonders wichtig, wenn ihr also nach einem solchen Tarif sucht, dann müsst ihr also hier, ich habe das mal hier, ihr könnt es sicherlich hier sehen, den Anteil der Nebenzeit auf 100% stellen. Ansonsten zeigt er euch einfach keine entsprechenden HT-NT-Tarife an. Und selbst wenn man das macht, bekommt man ganz viele Tarife angezeigt, die mit HT-NT überhaupt nichts zu tun haben. Interessanterweise hier ist gleich einer, der das macht. Und wenn man sich mal die Tarife anschaut, dann sieht man also auch hier, in der Hauptzeit liegt dieser Tarif jetzt hier zum Beispiel bei 26,6 Cent und in der Nebenzeit bei 24,1 Cent, sind also 2,5 Cent günstiger in der Nebenzeit. Ob man jetzt für 2,5 Cent schon jemanden dazu bringt, sich einen anderen Zähler einzubauen, der so einen Zähler noch nicht hat, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr so einen Zähler habt, oder wenn das für euch vielleicht doch in Frage kommt, dann ist das wohl die einzige Möglichkeit, wenn ihr keinen zweiten Zähler einbauen könnt oder keinen zweiten Zähler einbauen wollt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch die ein oder andere Eigentumswohnung gibt, wo man möglicherweise eben nur einen Zählerplatz hat und dann sich diesen Zähler entsprechend so einbauen lassen kann. Nach den Beschlüssen der Bundesregierung werden ja demnächst auch Vermieter und wahrscheinlich auch Wohnungseigentumsgenossenschaften dazu gezwungen werden, den Einbau einer Ladestation zu dulden. Das heißt, es kann euch dann nicht mehr verwehrt werden. Und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich so einen Doppeltarifzähler einbauen zu lassen. Gucken wir uns mal ein anderes Vergleichsportal an. Das zeige ich auch mal hier, damit ihr wisst, bei welchem wir hier überhaupt sind. Allerdings auch hier wiederum keine Werbung, sondern ich möchte euch einfach nur helfen, diese Angebote zu finden. Ich selber bekomme, wie gesagt, überhaupt kein Geld dafür. Hier ist mir also auch aufgefallen, wenn man sucht, dass man zwar mit Hoch- und Niedertarifen hier irgendwie zum Beispiel Sachen einstellen kann, aber dann werden doch wieder nur Wärmepumpentarife angezeigt. Und man muss also dann tatsächlich hier zu den Nachtspeicherheizungen gehen und sagen, ich habe keinen separaten Anschluss, beziehungsweise doch, ich habe keinen separaten, Entschuldigung, keinen separaten Zähler für die Nachtspeicherheizung. Also sprich, ich habe nur einen Zähler. Dann habe ich mal hier eingegeben, wo ich wohne und habe mal einfach Verbrauch Hoch- und Niederzeit hier, kann das entsprechend so eingeben, wie ich es gerne möchte. Ich mache mal 3000, 3000 und dann bekomme ich auch entsprechende Angebote. Auch hier muss ich wieder sehr, sehr aufpassen. Nicht alle Angebote sind tatsächlich HT-NT-Tarife, sondern sind zum allergrößten Teil einfach nur ein Tarif. Tarife, also völlig unsinnig. Lustigerweise ist auch der hier als erstes angezeigt wird, tatsächlich ein Tarif. Und jetzt schaut euch mal an. Das finde ich schon echt ganz interessant hier, der Arbeitspreis. Der unterscheidet sich hier von knapp 30 Cent zu knapp 20 Cent.
Allerdings muss man hier ganz schön aufpassen, denn schaut euch mal diesen Grundpreis an. Das heißt, da muss man also schon wirklich sehr, sehr genau rechnen, ob sich das für einen lohnt. Immerhin der Unterschied 10 Cent pro Kilowattstunde, das ist schon ganz ordentlich, aber der Grundpreis pro Monat mit 38 Euro, das finde ich schon, also das ist schon ganz schön happig. Okay, wie gesagt, man muss dann wirklich ein bisschen suchen, ob man denn noch andere Tarife findet, die HTNT sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze Thema Hochtarif, Niedertarif hat sich irgendwie so ein bisschen überlebt. Viele Angebote gibt es dazu nicht mehr. Es gibt noch ein bisschen was. Und wie gesagt, ihr müsst immer sehr genau rechnen und schauen, ob das vielleicht etwas ist, was sich für euch lohnt. Möglicherweise ist auch einfach nur ein Stromanbieter, der euch vielleicht eine Aufkleberprämie oder irgendeinen anderen Bonus gibt, vielleicht sogar sinnvoller. Ich wollte euch auf jeden Fall darauf hingewiesen haben. Okay, damit sind wir ja auch schon fast am Ende dieser kleinen Reihe. Was jetzt noch fehlt, ist, das kann ich euch jetzt schon versprechen, ein wirklich sehr, sehr spannendes Video, das wir gerade am fertig machen sind, nämlich das setzt ein bisschen der Sache die Krone auf, nämlich günstiger laden, wenn der Strom günstiger ist. Also sprich, wenn viel erneuerbare Energien im Netz sind. Das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich kann euch versprechen, dass das ein sehr spannendes Video wird. Es ist auch wieder noch eine etwas ausgefallene und spezielle Lösung, aber sehr interessant, sehr spannend. Freut euch darauf auf dieses Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, solltet ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch sicherheitshalber mal auf die Glocke klicken. Ich hoffe, das war interessant für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.